Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Also ich freue mich über die heutige Sondersitzung, Kollege Böginger. Vielleicht gerade deshalb auch, weil ich sehe, dass es für manche eine Art Ärgernis darstellt. Unter anderem für dich, weil es für manche eine Art unzumutbare Belästigung darstellt. Aber das schreibe ich Ihnen in Ihr koalitionäres Stammbuch hinein. An diese Form der parlamentarischen Belästigung werden Sie sich gewöhnen müssen, Herr Böginger und Kollegin Maurer. Denn das ist ein Stück parlamentarische Normalität und das Gegenteil des Ausnahmezustandes, der in Ihren Gehirnen herumschwebt. Und ich sage Ihnen eines, es gibt auch genügend Bedarf für eine solche Sitzung, weil ich einfach glaube, dass die Notwendigkeit für Kritik und ja viel mehr noch für Widerstand gegen diesen Corona-Wahnsinn, mit dem Sie dieses ganze Land seit Wochen in Geiselhaft halten, von Tag zu Tag mehr angebracht ist. Jawohl, Widerstand ist angesagt. Und da gibt es in der Zwischenzeit etwas, und der Auftritt des Kollegen Böginger war beispielgebend dafür. Da gibt es inzwischen etwas, was mir schon weit mehr Sorgen macht als diese Corona-Epidemie. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich und ganz offen. Und das, was mich hier sehr mit Sorge erfüllt, das ist eine Art autoritärer Geistesdurchseuchung von schwarz-grünem Führungspersonal, die da immer mehr um sich greift. Eine autoritäre Geistesdurchseuchung ist es, was da stattfindet, und Sie haben einen Beweis dafür geliefert. Wovon rede ich? Die Fantasien von Zwangsüberwachungen der eigenen Bevölkerung, beginnend mit Kontroll-Apps bis hin zum Schlüsselbund, vorangetrieben ausgerechnet von demjenigen, der dem Hohen Haus vorsitzt, der der Volksvertretung vorsitzt. Na bumm. Ein Regieren jenseits der gesetzlichen Grundlagen und der Verordnungen nach dem Motto, es zählt das gesprochene Wort. Da dürfen Sie sich angesprochen fühlen, Herr Gesundheitsminister. Eine Vernaderung von wissenschaftlichen Experten, die grundsolide arbeiten, die nur einen Fehler haben. Sie haben eine andere Meinung als Sie. Deshalb werden Sie hingestellt als Halbwahnsinnige, als Lebensgefährder oder als Produzenten von Fake News. Und dann gibt es noch die Versuche, die Medienlandschaft schlicht und ergreifend mit einem Schlag einzukaufen, um damit die Kritiker mundtot zu machen. Und das ist die autoritäre Durchsetzung der geistigen Führungskader von ÖVP und Grünen. Ja, ja, weil Sie gerade da hinter Ihrer Maske wieder versuchen, etwas herauszustammeln, Frau Kollegin Maurer. Sie haben ja den Vogel abgeschossen. Sie dürfen sich besonders betroffen fühlen. Weil herzugehen und einen Einspruch gegen einen weiteren unausgereiften, schädlichen und gefährlichen Gesetzeswurf mit dem Namen Covid im Bundesrat, also von derjenigen Institution, die der Verfassungsgesetzgeber genau dafür vorgesehen hat, einen solchen Einspruch hinzustellen als einen Akt der zynischen Sabotage, die Arbeit des Bundesrates auf diese Art und Weise zu diskreditieren, das ist ja wohl das Allerletzte, Frau Kollegin Maurer. Das ist das Allerletzte. Sie haben ja nur das ausgesprochen, was sich der Böginger sowieso die ganze Zeit denkt. Da bin ich wieder dabei. Wie lästig kann der Parlamentarismus sein? Aber wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So schnell geht das. Gestern noch stolze Basisdemokraten da drüben im linken Sektor. Stolze Basisdemokraten, Hüter der Rechtsstaatlichkeit. Hüter der Rechtsstaatlichkeit. Und natürlich nach ihrem eigenen Anspruch die allein berechtigten Vertreter des politischen Anstands in dieser Republik. Das waren die Grünen bis vor kurzem. Und binnen weniger Wochen ist etwas ganz Lustiges passiert. Sie sind in den Gleichschritt eingetreten, in den Gleichschritt mit der neuen Volkspartei. Und da laufen Sie jetzt der neuen Sektenführerin hinterher. Das ist die Vordenkerin des Bundeskanzlers, also die Spitze des Fortschritts der neuen Volkspartei. Das ist diese Frau May-Pochtler. Das ist diejenige Dame, damit wir nur alle wissen, wovon wir reden, die sich pudelwohl fühlt, sagen wir es einmal so, im Grenzgelände zwischen Demokratie und Diktatur. Ja? Also im Niemandsland zwischen Demokratie und Diktatur. Und da haben Sie sich eingeklinkt. Na, lang hat es nicht gebraucht. Meine sehr geehrten Damen und Herren von den Grünen, das ist ja ein Wahnsinn. Sie mutieren ja schneller als jeder Virus. Sie mutieren ja schneller als jeder Virus.
Und das sage ich Ihnen schon, das Projekt, das Sie da betreiben, das ist kein Koalitionsprojekt, das ist ein Assimilierungsprojekt mit der österreichischen Volkspartei, mit der neuen ÖVP. Aber zwei Begriffe, und jetzt bin ich wieder bei Ihnen, Frau Kollegin Maurer, Zynismus und Sabotage. Über Zynismus und Sabotage, genau darüber sollten wir reden, aber nicht im Zusammenhang mit einer Verunglimpfung von parlamentarischen Normalitäten, sondern ich glaube, dass Zynismus und Sabotage ganz treffende Charakterisierungen sind für dasjenige, was Sie der österreichischen Bevölkerung versuchen, als Krisenmanagement zu verkaufen. Zynismus und Sabotage, wenn man es da anwendet, dann flutscht es. Und Frau Maurer, ich bin Ihnen regelrecht dankbar für diese Aufmerksamkeit. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Schauen wir mal hin. Wissen Sie was? Ich finde es zynisch, wenn man ganz gezielt und strategisch geplant und medial durchorchestriert bis zum heutigen Tag, Stichwort zweite Welle, Herr Präsident, oben im Parlamentsausguck, wenn man auf diese Art und Weise Angst und Schrecken zu verbreiten versucht in der eigenen Bevölkerung, und die Protokolle sind aufgeflogen, da gibt es überhaupt nichts zu leugnen, Angst und Schrecken, nur damit man selbst an diese grausliche neue Normalität inklusive der gesundheitspolitischen sinnlosen Maskerade für weite Teile der Bevölkerung, wenn man das dann als einzige und alternativlose Waffe gegen den Kollaps des Gesundheitssystems inklusive eines hunderttausendfachen Massensterbens hinstellt. Bis heute tun Sie das, obwohl Ihnen die Daten Ihre Geschichte längst widerlegt haben, weil Sie wissen, dass die Infektionen schon zu einer Zeit zurückgegangen sind, als noch keine einzige Ihrer Maßnahmen greifen hat können. Aber das ignorieren Sie. Was ist denn da passiert? Ja, eigentlich, ich habe einen ganz einfachen Verdacht. Wissen Sie, was passiert ist? Die ganz normale saisonale Entwicklung, wie wir sie von anderen Grippewellen kennen, die hat Ihnen einen Strich gemacht durch Ihre Erlösungsinszenierung. Sabotage! Sabotage ist da passiert. Seitens einer ganz normalen Entwicklung gegen Ihre Erlöserdramaturgie. Oder? Zynisch ist es, glaube ich, auch, wenn man das Epidemiegesetz außer Kraft setzt, und zwar mit folgender Argumentation, die Sie verwendet haben. Also wir müssen das Epidemiegesetz außer Kraft setzen, weil das, womit wir es jetzt zu tun haben, das ist keine Epidemie, sondern das ist eine Pandemie, hat die WHO gesagt. Und deswegen braucht man das Epidemiegesetz nicht mehr. Das war Ihre Argumentation. Ja, für den Betroffenen ändert das überhaupt nichts. Und deswegen ist das eine zynische, begriffliche Haarspalterei, die Sie da betrieben haben. Und mehr noch, es ist auch Sabotage. Es ist nämlich Sabotage an der gesetzlichen Vollkaskoversicherung, die es genau für diesen Fall für die österreichischen Unternehmer und Arbeitnehmer gegeben hat, nämlich in Gestalt des Epidemiegesetzes, das sie ausgehebelt haben mit diesem miesen Taschenspielertrick. Und damit haben sie aber tausende Unternehmer und Arbeitnehmer zu Bittstellern degradiert mit einem Federstrich. Damit haben sie in die Abhängigkeit von Banken und ihrer Almosenbürokratie getrieben, wo man ja sieht hinten und vorne, dass es nicht funktioniert. Und wenn man einen Härtefallfonds aufbaut, der mehr Härtefälle produziert, als dass er mildert, dann ist das auch zynisch, Herr Kollege Wöginger. Zynisch ist das. Und man kann natürlich auch hergehen und das notwendige Hochfahren der Wirtschaft ohne jede Not und ohne jedes gesundheitliche Risiko so unentschlossen, so inkonsequent, so unlogisch betreiben, so wie diese Regierung das tut. Das kann man machen. Aber das bedeutet dann doch, dass Sie damit auch das von Ihnen selbst gegebene Versprechen, Ihr eigenes Versprechen, Wiedergeburt nach Ostern, dass Sie dieses Versprechen, na was, Herr Wöginger, sabotieren. Sabotieren, sind wir wieder bei der Sabotage. Das können Sie machen, aber dann gehen Sie nicht her und spüren sich nicht als Lebensretter auf. Sie sind kein Lebensretter, sondern Sie in dieser Regierungskoalition, Sie sind aktive Sterbebegleiter, Sie sind Totengräber der heimischen Unternehmen. Gräber der heimischen Unternehmen, die aber nur eines wollen, leben, überleben. Das ist das, was sie wollen, und sie sollten einmal hinhören, wann sie mit den Leuten reden und nicht hier ihre Weisheiten verzapfen und nichts mehr zu sich durchdringen lassen. Und
Wenn ich Ihnen das vorwerfe, ja, Sie ziehen eine Spur der Verwüstung durch das Land. Schauen wir mal auf die Gastronomie und die Hotellerie. Null Planungssicherheit. Schauen wir mal aufs Brauchtum. Schauen wir mal auf die Volkskultur, auf die Veranstalter, auf die Kunst- und Kulturszene, wo Sie ohne jede Not diese Spur der Verwüstung durch das Land ziehen und damit tausende Existenzen gefährden. Weil man sich auf der frischen Luft auch nicht mehr treffen darf. So ein Unsinn, Herr Wöginger. So ein Unsinn. Und Sie setzen ihn fort ohne Not. Ja. Und wenn ich Ihnen diesen Vorwurf mache, dann ist das keine Übertreibung, sondern dann ist das die exakte Beschreibung eines Ausschnitts Ihrer neuen Normalität. Wobei ich Ihnen eines noch dazu sage, Frau Maurer, neue Normalität, das ist auch nichts anderes. Es ist eine zynische Verharmlosung des Wortes Ausnahmezustand. Und ich kann gar nicht alle Zynismen und alle Sabotageakte aufzählen, die Sie da in den letzten Wochen gesetzt haben. Dafür reicht die Zeit nicht. Aber eines sage ich Ihnen, nicht nur die Gesichtsmasken werden bald fallen. Nicht nur die Gesichtsmasken, mit denen Sie weite Teile der österreichischen Bevölkerung ohne nachweisbaren medizinischen Nutzen zwangsvermummen, nur weil sie ein Symbol des Ausnahmezustandes aufrechterhalten wollen. Nicht nur diese Masken werden bald fallen, sondern auch die Maske ihres sogenannten Krisenmanagements fällt. Und zwar jeden Tag ein Stück mehr. Und das heißt jeden Tag ein Stück mehr Wahrheit. Jeden Tag ein Stück mehr Hausverstand, jeden Tag ein Stück mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Und dafür jeden Tag weniger von Ihrem Corona-Wahnsinn, weniger Zynismus und Sabotage und weniger autoritäres Denken und Handeln.